Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch mal wieder eine günstige Smartwatch auspacken. Diese ist von Lintelec, aber Achtung, diese Uhr hier gibt es auch von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Kunix, Lifebee, Umidigi, den kennt man ja auch von Smartphones oder einfach nur Smartwatch GPS Dame. Also es gibt da unterschiedliche Hersteller, beziehungsweise unterschiedliche Händler, die verkaufen, und zwar dann halt über ihren Namen. Hier ist es jetzt zum Beispiel Lintelec und wir wollen uns die hier mal angucken. Ne? Gefertigt werden die alle in China und dies ist jetzt auch, wenn ich das so sagen darf, die teuerste Smartwatch, die ich jetzt hier auspacke. Die kostet so 50 Euro. Sonst lagen die Preise immer so bei 35 Euro. Aber wir haben hier auch noch GPS mit an Bord. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt gar nicht mehr so lange und wir packen diese Uhr aus, richten sie ein und erhaschen uns quasi mal die ersten Eindrücke. Also dann kommt mit rüber und ich sage, auf geht's! Dies ist die Verpackung Lintelec Fitness Tracker ID 205G in Black Red. Warum Black Red, werdet ihr gleich sehen. Mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Und deswegen werden wir das ganze Ding jetzt hier mal aus der Verpackung holen. So sieht's aus. Jetzt auch, warum Black Red, weil wir hier einen roten Streifen in dem Armband haben. Diese Uhr gibt es in verschiedenen Farben, ne? Auch in rosa und mit dezenten hellblauen Streifen. Wir haben dann hier ein Kabel, was zum Laden ist, mit einem magnetischen Anschluss für die Uhr. Hier unten haben wir dann noch ein Kettchen und eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, einschließlich auch auf Deutsch, und natürlich die Uhr. So, erster Eindruck, gar nicht mal so schlecht. Wir ziehen jetzt mal hier die Folie ab. Und dann sieht man schon was ich mir schon gedacht habe. Das eigentliche Display ist dann doch nicht so groß wie auf den Produktbildern bei Amazon, was ich natürlich echt schade finde. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal die Uhr. Okay, wahrscheinlich müssen wir die aktivieren, indem wir die jetzt erstmal mit dem magnetischen Ladeadapter hier einmal verbinden. So. Wir probieren es nochmal. So, da haben wir es auch. Und er spiegelt wie verrückt. Ich denke mal, wir können den Ladeadapter wieder abziehen hier. Sieht recht gut aus. Bin gespannt, wie das ist, die Helligkeit im Dunkeln. Wir gucken gleich mal, was wir alles hier so einstellen können. Bluetooth-Zeichen zeigt er hier schon. Was ich interessant finde, ist, die ist gar nicht so schwer wie die Uhren, die ich vorher hatte. Echt interessant. Aber erstmal erzähle ich euch noch mal ein bisschen was hier zur Uhr. Ist hier ein Akku verbaut von einer Größe von 210 mAh. Die Ladezeit soll 2,5 Stunden betragen, ist wasserdicht, hat ein 1,3 Zoll Display verbaut. Der Akku soll so zwischen 5 und 7 Tage halten. Und ja, Bluetooth 4.2 ist jetzt nicht das Beste, das Neueste. Und wiegt 35 Gramm. Verbunden wird die Uhr dann mit dem Smartphone, egal ob Apple oder Android-Gerät, mit der VeriFit Pro App. Ich denke mal, die kennen wir auch schon von den anderen Smartwatches. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Außer bei der Wasserfestigkeit. Da steht drinne, man sollte nicht länger als die 30 Minuten zum Beispiel im Pool schwimmen oder baden mit ihr. Und man sollte nicht ins Meer damit schwimmen gehen. Gehen wir jetzt mal durch die Screens durch. Wir wischen von rechts nach links und dann haben wir hier Sportarten, Herzrate, Relax, Alarm. Wir können nach unten swipen, Timer, Musikkontrolle, Wetter, Sport.
Ortsrekord und Settings. Noch einmal geht nicht. Dann gehen wir wieder auf den Homescreen und wir wischen jetzt von links nach rechts und Wasser befindet sich hier. Okay. Funktion off. Automat Herzfrequenz. Achso, okay. Ja, sind so ein paar Einstellungen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Settings. Vielleicht kriegen wir das alles ein bisschen heller hier. Dimming. Ja. Die hellste Stufe. Was haben wir hier? Ach, da können wir jetzt Ziffernblätter aussuchen. Okay. Ich lasse das jetzt erstmal. Wir sind, wie gesagt, bei 63% jetzt. Und jetzt werden wir die Uhr versuchen mit der App zu verbinden. Dazu habe ich mir schon die VeriFit Pro App geladen. Wir öffnen. Jupp, Schlaf, so, und wir verwenden das. Bluetooth aktivieren, damit sich VeriFit, jupp, bestätigen und zulassen. Müssen wir machen, sonst funktioniert das nicht. Ich denke mal, ja, so. Okay. Ich glaube, der hat die sogar schon gefunden. ID 205G. Jo, die nehmen wir. Verbindung bestätigen. Es vibriert auf der Uhr. So, jetzt die ganzen, ja, Benutzerdaten angeben. Männlich, weiblich, weiter. Dann halt euer Geburtstag und so weiter und so fort. Dann halt noch eure Sportziele, zum Beispiel Schritte, 10.000. Wie lange ihr euch vornehmt zu schlafen. Dann möchte natürlich die VeriFit Pro noch auf Fotos, Medien und Dateien auf dem Gerät zugreifen. Das ist, weil man jetzt auch mit der Smartwatch hier einen Fernauslöser für die Kamera hat. Könnt ihr ablehnen oder zulassen. Ich lasse das mal zu. Und dann ist das alles hier auch schon erledigt. Wir sehen Schritte, habe ich halt noch gar nichts getan. Wir können mal auf Gerät gehen. Hier können wir dann zum Beispiel die Benachrichtigung einstellen. Anrufeinstellung. Wir können dann mal drauf gehen. Ach, da sind die Ziffernblätter. Man kann auch, ja, eigene erstellen, aber das machen wir jetzt nicht. Handgelenkswarnung, Gesundheit, Firmware-Update, Bewegungserinnerung, Anrufsignale. Gehen wir nochmal auf die Hauptseite. Wir swipen nochmal rüber. Schlafen, Herzrate. Hier gehen wir dann nochmal. Benutzer sind dann nochmal die Profile. Man kann sich da anmelden, registrieren, muss man aber jetzt nicht zwingend. Hier nochmal die wichtigsten Infos zur Uhr. Der Typ, was für eine Firmware drauf ist, App-Version und auch die Akkuanzeige. So, widmen wir uns jetzt noch mal kurz der Uhr hier und gehen jetzt hier noch mal durch. Gehen noch mal auf Sport. Wir haben hier Laufen im Freien, Laufen im Inneren, Spaziergang im Freien, mit GPS auch, Radfahren im Freien, Innenrad, Cricket, Schwimmen im Pool, Freiwasserschwimmen. Und das war schon, dafür, dass hier 14 Sportarten sind. Okay, gehen wir einmal zurück. Wecker. Da haben wir noch gar nichts eingestellt. Ich denke mal, das muss man dann auch über die App machen. Ich hole euch mal ein bisschen ran hier. Herzfrequenz. Musikkontroll. Wetter, gucken wir mal rein. Oh, sieht ganz vernünftig aus. Könnte alles so ein bisschen größer sein. Wir gehen nochmal zu den Einstellungen hier. Da kann man ausschalten, Benutzerdaten löschen. Was haben wir jetzt hier? Auf dem Homescreen dann, wie gesagt, die Zeit, die Schritte, verbrannte Kalorien,
Datumsanzeige, das verbunden ist mit Bluetooth und Akkuanzeige. Nach unten swipen die Schrittanzahl und die gelaufenen Kilometer, verbrannte Kalorien, Akkumulation der Woche. Okay. Da die Uhr ja auch Benachrichtigungen anzeigen kann, müssen wir die jetzt noch in der App einstellen. Also wir gehen auf Benachrichtigung. Bevor jetzt dieser Screen kommt, sorry, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell, kommt dann hier noch, dass ihr der VeriFit App erlaubt, Benachrichtigungen zu senden. Dann müsst ihr nach einem Haken kommen und dann kommt ihr dann zu diesem Screen. Und dann gehen wir hier auf Benachrichtigung erlauben. Und dann können wir hier einstellen, was wir gerne haben wollen. Zum Beispiel WhatsApp, Twitter, SMS. Ne, müsst ihr zulassen, wenn ihr das haben wollt. E-Mails, Kalender, Instagram, Snapchat und bestätigen das alles mit einem Haken nach oben. Und so sollten dann jetzt auch Benachrichtigungen angezeigt werden. Kommen wir jetzt noch mal kurz zu der Verarbeitung. Ich finde, da kann man nicht meckern. Wir haben hier abgerundetes Display, Glas, ein Knopf mit einem super festen Druck. Fühlt sich aber echt gut an. Und ansonsten, ja, Gummiarmband. Fühlt sich nicht gerade sehr hochwertig an, muss ich jetzt mal so gestehen, wie es ist. Ich habe die Befürchtung, das könnte schnell kaputt gehen. Aber vielleicht werde ich auch was Besseren belehrt. Ansonsten kann man die Armbänder gut tauschen. Wir haben hier wieder so einen Schnellverschluss zum Wechseln der Armbänder, was ich immer ganz toll finde, wenn ich mir überlege, wie das früher mal war. Wie schwierig das war, Armbänder zu tauschen. Aber jetzt mit dieser hier tollen geht das relativ fit. Screen, ne? 1,3 Zoll und leider nicht so wie auf den Produktfotos bei Amazon, dass das ganze Display benutzt wird, nein, sondern nur ein kleiner Teil davon. Wir haben also rechts und links große Ränder. Es fällt jetzt so nicht auf, aber ich hätte mir doch schon gewünscht, wenn das Display voller gewesen wäre, also wenn man das Display hätte komplett ausgefüllt. Ich werde jetzt die Smartwatch testen, so 2 Wochen lang. Bin auch schon sehr gespannt, wie das mit den GPS funktioniert. Die Aufzeichnungen werden, wenn ich das so richtig gesehen habe, nur bei den Sportarten, wo auch die Bezeichnung GPS drüber steht, getätigt. Und wie das dann in Verbindung mit einer Karte ist. Ich bin mal echt gespannt, wie das so funktioniert. Was mir noch ganz gut vom ersten Eindruck hier gefällt, ist, dass die leicht ist, im Gegensatz zu den anderen Uhren, die ich hier getestet habe. Und ich habe jetzt nun auch nicht gerade die Mega-Arme, ich habe eher dünne Ärmchen. Und auch so passt das und sieht nicht übertrieben groß aus. Und ja, wie gesagt, ich teste jetzt die Uhr und gucke, wie das draußen aussieht, wenn die Sonne scheint. Kann man da noch was ablesen? Wie läuft das mit den Benachrichtigungen, werden die gut angezeigt? Wie viel wird von der Benachrichtigung angezeigt? Wie lange hält der Akku? Wie lange lädt sie tatsächlich? Und wer das wissen möchte, der schaut doch demnächst mal wieder vorbei. Ich denke mal, so in 14 Tagen werde ich dann mein Fazit über die Uhr und meine Erfahrung wiedergeben. Ihr dürft mich da jetzt gerne abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Oder ihr schaut so mal wieder vorbei. Und wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sage ich erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!